Lieber Herr Christian Felber, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind und einen Impulsvortrag zum Thema Gemeinwohlökonomie, ein Wirtschaftsmodell Zukunft halten. Ein Vortrag im Rahmen meiner Vorlesung Value Management im Masterstudiengang wertorientierte Unternehmensführung. Also in erster Linie ausgerichtet auf Studierende und natürlich alle Interessierten, die heute live dabei sind. Uns geht es in unserem wertorientierten Masterprogramm kurz gesagt um Werte schaffen und mit Werten führen. Und das eben im Einklang mit Gesellschaft und Umwelt. Das heißt, das Ziel einer integralen Wertschaffung für alle Anspruchsgruppen. Also man könnte sagen, ein Stakeholder-Ansatz, eine Multi-Mehrwertschöpfung, wertevolle Arbeit. Und ich bin der Meinung, dass man das auch zusammenfassend Gemeinwohlmehrung nennen könnte. Zunächst nochmal vielen Dank für die Einladung, hier die Gemeinwohlökonomie als mögliches zukunftsfestes Wirtschaftsmodell vorstellen zu dürfen und diskutieren zu dürfen. Dann geht es gleich los. Derzeit sind wir inmitten nicht einer Krise, sondern einer Krisenlandschaft. Und hier deute ich sie schon mal an, ohne jetzt näher in die Tiefe zu gehen. Aber bemerkenswert ist, dass schon vor der derzeit am intensivsten diskutierten und erlebten Krise, der Covid-19-Krise, dass schon davor 80 bis 90% der Bevölkerung in den sehr, sehr wohlhabenden Ländern Deutschland und Österreich der Ansicht waren, dass es eine neue Wirtschaftsordnung braucht. Erklärungen sind auch schon vor der Covid-19-Krise, dass die konventionellen Parameter der Makroökonomie, sei es das Pro-Kopf-Einkommen, das Bruttoinlandsprodukt oder der Handelsbilanzüberschuss, nicht die entscheidenden Parameter und Indikatoren für Lebensqualität, für ein gutes Leben oder für menschliche Zufriedenheit und Glück sind, sondern da muss man das Dashboard viel, viel weiter aufmachen und ganz unterschiedliche Themen von der Ökologie über die Beziehungsqualität, den Zeitwohlstand, das Sicherheitsgefühl, die Gesundheit, aber auch Demokratie und Friede. Das muss man alles mit einbeziehen. Und diese Indikatoren haben sich zum Teil zu verschlechtern begonnen, während die makroökonomischen Indikatoren weiter angewachsen sind. Und der Abfall an Lebensqualität, was ja mittlerweile auch bekannt ist, äußert sich so klar und so hart messbar, dass in den USA seit 2015 die Lebenserwartung abzusinken beginnt. Das finde ich ist ein besonders deutliches Zeichen. Und jetzt kommen noch die Covid-19-Krise und die Folgen der Maßnahmen hinzu. Man könnte aus einer sehr ganzheitlichen Perspektive, könnte man sagen, dass auch Covid-19 eine Externalität unserer nicht nachhaltigen Wirtschaftsweise ist, in der Bedeutung, dass Covid-19 zumindest von einem Teil der Forscherinnen als zoonotische Krankheit angesehen wird. Das heißt, dass dieser Virus, der üblicherweise nur in Wildtieren lebt, in Fledermäusen, durch eine zunehmende Belastung der natürlichen Lebensräume dieser Tiere über Stress und Zwischenwirte auf den Menschen übergesprungen ist. Das ist nichts Neues. Diese sogenannten zoonotischen Übersprungskrankheiten haben uns schon Masern, die Grippe, AIDS, Ebola, SARS-1 und MERS gebracht und jetzt eben auch SARS-2, wenn diese Theorie stimmt. Es gibt noch eine andere Theorie, dass das Virus aus einem Labor entsprungen ist. Aber wenn man die zoonotische Hypothese heranzieht, dann kann man Covid-19 als Externalität unserer nicht nachhaltigen Wirtschaftsweise werten. Und das passt sehr gut zusammen mit der Gesamtanalyse der Erdsystemwissenschaften, die hier in einer weltweit verwendeten Betrachtungsweise die größten ökologischen Gefahren, die durch die gegenwärtige Wirtschaftsweise verursacht werden, aufzählt. Da ist der Klimawandel selbstverständlich darunter, aber schon bemerkenswert ist, dass die allergrößte Gefahr der Verlust an Biodiversität ist. Also das ist die größte, noch größere Gefahr als der Klimawandel. Und Zoonosen werden umso häufiger werden, je weiter die Dezimierung der Biodiversität voranschreitet. Also es ist ein direkter Zusammenhang zwischen der schon vor Covid-19 bestehenden größten ökologischen Gefahr und der aktuellen Pandemie, die, wenn wir unsere Wirtschaftsweise nicht ändern, viele weitere und vor allem in stark steigender Zahl
Pandemien verursachen wird. Derzeit wird die Anzahl der Viren, die noch überspringen könnten von Tieren auf Menschen, auf mindestens eine Viertelmillion geschätzt. Also so viele Möglichkeiten, weitere Pandemien auszulösen, haben wir. Das heißt, wir haben aber auch andererseits die Entscheidung, auf eine nachhaltigere Wirtschaftsweise umzuschwenken oder halt uns eine Pandemie nach der anderen einzufangen. Gut, und das sehen viele alternative, heterodoxe und nicht im Mainstream verankerte Sichtweisen auf die Wirtschaft, sehen das schon länger und fordern hier andere Wirtschaftsformen, andere Wirtschaftsweisen ein. Das ist nachhaltiges Management ist hier oder ethisches und humanistisches Management steht hier sozusagen nur an der Spitze der Management-Theorie, aber rundherum ranken sich da verschiedenste alternative Wirtschaftsmodelle, die auch schon seit immer sagen, es gibt Alternativen. Also die sehr politische Aussage, there is no alternative, als TINA bekannt geworden, der wird entgegengesetzt, TAPAS, there are plenty of alternatives. Ebenso viele wie die spanischen Vorspeisen hoffentlich. Und die Gemeinwohlökonomie ist eine davon. Wir sind vor 10 Jahren gestartet in Österreich, gleich auf 3 Ebenen, nämlich auf der Ebene der Wirtschaftswissenschaft, das wäre das This is not economy, Buch, auf der Ebene der Wirtschaftspolitik. Im Kern ist die Gemeinwohlökonomie ein Reformvorschlag für den Rechtsrahmen des Wirtschaftens. Und wir sind aber gleichzeitig auch eine hochpraktische Bewegung. Das heißt, aktuell machen 5.000 Personen in 33 Ländern mit und darunter aber auch juristische Personen wie Unternehmen, wie Kommunen und Städte und Regionen, aber auch immer mehr Bildungseinrichtungen von der Grundschule bis zur Universität. Gerade hat sich nur ein jüngstes Beispiel, die 100. Regionalgruppe in Deutschland gegründet in Paderborn. Und einer der maßgeblichen Gründungsmitglieder ist Professor René Fahr von der Universität Paderborn, als ein praktisches Beispiel. Ja, ich gehe aber jetzt zum Modell, das wir auch als ganzheitlich betrachten, in der Bedeutung, wir wählen keine enge wirtschaftswissenschaftliche Perspektive, so wie sie die Neoklassik 1870 begonnen hat einzunehmen, sondern wir betten sie wieder ein in die politische Ökonomie, die es davor gab. Die klassische Wirtschaftswissenschaft hat sich als politische Ökonomie bezeichnet, was aus unserer Sicht viel logischer ist, weil Ökonomia, der Grundbegriff, bezieht sich ja auf den subsistenten Haushalt oder auf den sich selbst versorgenden Bauernhof. Und die Polis ist nicht nur das Hinzukommen eines Marktes, also von Austauschvorgängen auf der praktischen ökonomischen Ebene, sondern von der Polis kommt dann auch die Regulierung dieses Marktes. Von daher macht politische Ökonomie 1 Milliarde Mal mehr Sinn als reine Ökonomik, weil das wäre rein sprachgeschichtlich wieder die Rückverkürzung auf eine Subsistenzökonomie ohne Markt und ohne politische Regulierung. Und das, glaube ich, macht einfach rein begrifflich keinen Sinn. Deshalb, wir wollen aber die Wirtschaftswissenschaft nicht nur in die politische Ökonomie rückbenennen, sondern auch den Anschluss an die Ethik. Die Gesellschaft und die Kultur soll immer die Werte vorgeben, die dann auch in der Wirtschaft zu gelten haben. Einige Beispiele: demokratische Grundwerte sind Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und wenn man sich nicht die fortgeschrittenen Lehrbücher der Wirtschaftswissenschaft anschaut, aber die Mainstream-Lehrbücher der Wirtschaftswissenschaft, dann sind die Werte, die dort gelehrt werden, tendenziell ganz andere, nämlich Eigennutzenmaximierung, Wettbewerb, Verfolgung finanzieller Kennzahlen an erster Stelle und immerwährendes Wachstum eines monetären Aggregats. Also das muss man kritisch feststellen, ist ein komplett anderes Wertesystem als unsere demokratischen Grundwerte. Und hier eine klitzekleine Spitze erlaube ich mir noch. In Artikel 5 des Grundgesetzes steht, dass die Freiheit der Wirtschaftswissenschaft nicht befreit von der Treue zum Grundgesetz. Den lasse ich mal so wirken, diesen Satz. Ein wichtiger Grundwert ist Nachhaltigkeit und wir wollen die Biodiversität und die Stabilität der Ökosysteme von Beginn an in die ökonomische Theoriebildung und dann auch in die unternehmerische Praxis integrieren, dass das dann nicht irgendwann plötzlich auch noch als vergessene und übersehene Externalität hinzukommt. Nein, von vornherein ist die Ökologie und das Leben ist das Fundament des Wirtschaftens und das Wirtschaften muss vorsichtig und untergeordnet aufsetzen auf die ökologischen Bedingungen und Grenzen des Planeten. Das wäre unsere ganzheitliche Sichtweise und als Folge dieser größeren Perspektive
schlagen wir vor, und ich sage gleich dazu, wir sind nicht die Ersten, dass das Gemeinwohl das übergeordnete Ziel aller Wirtschaftstätigkeiten sein soll, während hingegen Geld oder Kapital nur Mittel des Wirtschaftens sein sollen. Das ist eine ganz wichtige und fundamentale Unterscheidung. Geld und Kapital sind Mittel, auch Unternehmen, Kredite und Handel könnte man noch erweitern. Das Ziel ist das Gemeinwohl. Und das ist eine ganz andere Sichtweise als die Sichtweise, dass es beim Wirtschaften primär um Gelderwerb oder Kapitalmehrung gehen soll. Das wird in Mainstream-Lehrbüchern sowohl der VWL als auch der BWL bis heute unverändert so gelehrt. Und da frage ich mich schon, woher kommt es eigentlich zu dieser Verkehrung, dass Geld oder Gewinn, Profit und Mehrung von Kapital als Ziele gelehrt sogar werden. Ja? Also nicht nur als eine hypothetische Möglichkeit neben anderen, sondern nein, die einzige, die alternativlose, die gelehrt wird. Hier ist ein Beispiel, das Lehrbuch von Pindig und Rubinfeld, das die Theorie der Unternehmen als Annahme darstellt, dass Unternehmen versuchen, ihre Finanzgewinne zu maximieren und eben nicht das Gemeinwohl zu maximieren. Das ist eine ganz bestimmte Annahme. Und interessant daran ist, dass Aristoteles schon vor 2300 Jahren diese beiden Annahmen, dass man Wirtschaften als eine Praxis des Erwerbens von Geld, des Maximierens von Gewinnen und des Mehrens von Kapitals, das kann man so verstehen. Aber dann hat er ganz ausdrücklich festgestellt, ist das gar keine Ökonomie mehr, sondern ihr Gegenteil, nämlich Chrematistike, wörtlich die Kunst des Gelderwerbens und auch sich Bereicherns. Aber Oikonomia hat er so definiert, dass das eine Form der Haushaltsführung, der Bauernhofbewirtschaftung ist, in der das gute Leben für alle im Mittelpunkt und das Wohl aller als Ziel voransteht. Also nicht Ludwig Erhard hat das Wohl aller erfunden als übergeordnetes Ziel des Wirtschaftens, sondern er hat eine Tradition, die vor 2300 Jahren erstmals explizit festgehalten wurde von Aristoteles, einfach wieder aufgegriffen. Und dazwischen haben das eigentlich alle, muss man noch dazu sagen, Philosophen, weil eine eigene Wirtschaftswissenschaft gab es ja bis zur Neoklassik, bis 1870 gab es überhaupt keine eigene Wirtschaftswissenschaft. Adam Smith war, wie schon vorhin erwähnt, selbst noch politischer Ökonom als Teilgebiet, das ist entscheidend, als Teilgebiet der Moralphilosophie. Das heißt, damals war das Nachdenken über Wirtschaft noch eingebettet in die Ethik. Das finde ich eine ganz wichtige historische Tatsache. Und wenn heute von Adam Smith nur Fragmente, die in Richtung Egoismus und Wettbewerb deuten, zitiert werden, dann ist das keine repräsentative Darstellung seines Gesamtwerks. Und als ein Beispiel einer Aussage, die man ganz sicher nicht für das Maximieren von Finanzgewinnen, für Wettbewerb oder für Egoismus heranziehen kann als Legitimation, ist dieses Zitat aus seinem ersten grundlegenden Buch, der Theorie der ethischen Gefühle. Ja, wenn ich nicht dazu sagen würde, dass das von Adam Smith wäre und sage, ich schlage vor, wir sollen in der Wirtschaft zartfühlende Achtsamkeit pflegen, dann würden wahrscheinlich einige mich jetzt als einen esoterischen Fantasten gleich mal ins unseriöse Eck stellen. Aber er hat das so geschrieben, er hat es in vielen anderen Wendungen ebenso geschrieben und es ist sogar anders, es ist sogar so, dass bis hin zu den letzten Klassikern es Konsens war, dass es ein übergeordnetes Ziel für die Wirtschaftswissenschaft geben soll und dass es so etwas wie das Gemeinwohl sein könne, hat uns Klaus Dirksmeier, auch ein Philosoph an der Universität Tübingen, sehr schön zusammengefasst in seinem Buch über humanistisches Management. Und das, finde ich, ist eine sehr starke legitimatorische Grundlage für unseren Ansatz der Gemeinwohlökonomie. Noch stärker legitimiert unseren Ansatz das, was in den Verfassungen steht. Und darum habe ich vorhin auch schon auf den Artikel 5 des Grundgesetzes verwiesen. In den Verfassungen findet sich kein einziger Absatz, der sagt, dass Wirtschaften der Kapitalmehrung oder dem Gelderwerb oder eben der Gewinnmaximierung dienen soll. Das ist wirklich ein Widerspruch zwischen führenden Lehrbüchern der Wirtschaftswissenschaft und unseren Verfassungen. Die Bayerische Verfassung könnte genauso gut lauten, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient der Kapitalakkumulation, weil wir als Nebeneffekt von immer größeren Kapitalbergen
uns ein immer besseres Leben erwarten oder erhoffen. Immer mehr Gesundheit, immer mehr Reichtum, immer längeres Leben und immer höheres Glück. Aber wie vorhin schon erwähnt, das BIP wächst und die Lebenserwartung beginnt zu sinken und das Glück schon sehr viel länger. Und von daher denke ich, haben wir eigentlich eine sehr starke Legitimation, hier eine Gemeinwohlökonomie konsequenter auszurollen. Und dort, wo aus unserer Sicht der Knackpunkt ist, ist in der ökonomischen Erfolgsmessung. Wir gehen von der Vorstellung aus, dass Erfolg stets an den Zielen zu messen ist und der Erreichung der Ziele. Und nun haben wir gerade festgestellt, dass das Ziel des Wirtschaftens das Gemeinwohl sein soll und nicht Finanzgewinne oder das Bruttoinlandsprodukt, das ebenfalls monetär gemessen wird. Ja, und dann müsste aber konsequenterweise Erfolg an der Zielerreichung gemessen werden, am Gemeinwohl. Das ist sozusagen unser innovativer Beitrag. Und das heißt, wir müssen statt dem Bruttoinlandsprodukt eine Art Gemeinwohlprodukt komponieren und Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz legen lassen und Investitionen einer Gemeinwohlprüfung unterziehen, um sicherzustellen, dass jede wirtschaftliche Aktivität tatsächlich dem übergeordneten Verfassungsziel dient. Ja? Weil wenn wir wirtschaftlichen Erfolg mit dem Bruttoinlandsprodukt messen oder mit dem Finanzgewinn oder mit der Finanzrendite, dann messen wir gar nicht die Zielerreichung, sondern wir messen die Mittelvermehrung oder die Mittelanhäufung. Und das ist aus unserer Sicht ist das methodisch ein Fehler. Methodisch korrekt wäre das im Kapitalismus, in der Krematistike, aber den wollen wir ja nicht. Laut Verfassungen wollen wir den nicht, haben wir den nicht und ist somit ein methodischer Fehler. Und wir wollen ja laut Verfassungen eine echte Ökonomie, eine Gemeinwohlökonomie und da müsste man den Erfolg anders messen. Das Gemeinwohlprodukt stellen wir uns ganz kurz vor als Komposition in einem Beteiligungsprozess. Der könnte ähnlich den Bürgerinnenräten aussehen oder wir nennen das demokratische Wirtschaftskonvente, weil ja niemand alleine definieren kann, was das Gemeinwohl ist. Genauso wenig wie eine Person definieren kann, was Freiheit bedeutet oder Gerechtigkeit oder Nachhaltigkeit. Da braucht die die Zusammenschau vieler Stimmen und Ansichten, idealerweise aller. Und wir würden dann von den vielen, vielen Vorschlägen, die in solchen Bürgerinnenbeteiligungsprozessen auf den Tisch kämen, würden wir dann vielleicht die 20 auswählen, die stärkste Unterstützung erfahren. Und das wären dann sozusagen die 20 Unterziele des Gemeinwohlprodukts. Die müssten dann natürlich operationalisiert werden, sodass man dann auch den jährlichen Fortschritt oder den Fortschritt im Vergleich zu anderen Ländern messen kann. Und wenn das eines Tages besteht, dann könnte man methodisch sauber die Gemeinwohlbilanz eines Unternehmens vom Gemeinwohlprodukt ableiten und die Gemeinwohlprüfung für Investitionen. Und dadurch, dass es das Gemeinwohlprodukt heute noch nicht gibt, haben wir für die unternehmerische Gemeinwohlbilanz die derzeit bestverfügbaren demokratischen Ergebnisse herangezogen. Das sind unserem Verständnis nach die verfassungsmäßigen Grundwerte, die ihr in der grünen, waagrechten Linie seht. Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Das sind so die wichtigsten demokratischen Grundwerte, die wir in Verfassungen gefunden haben und auf die Organisationen, wie zum Beispiel Unternehmen, gefragt werden, wie konsequent sie die leben und wie viel sie zu deren Erfüllung beitragen. Entlang der gesamten, des gesamten Stakeholder-Spektrums vom Beginn der Lieferkette bis zur siebten Generation in der Zukunft. Und das ist natürlich eine umfassende Systematik dahinter, aber wichtig ist uns im Unterschied zu schon bekannten und praktizierten Nachhaltigkeitsberichten, die ja jetzt langsam auch gesetzlich verbindlich werden, zumindest für die größeren Unternehmen. Die EU hat gerade eine Richtlinie in Revision, die von den derzeit 11.000 größten Unternehmen der EU das bereits verlangt in einer sehr, sehr schwachen Form. Und in Zukunft ab 2025 wird das von 50.000 Unternehmen verlangt werden. Zum Vergleich, in der EU gibt es 25 Millionen Unternehmen. Also der Anzahl der betroffenen Unternehmen steigt auf 0,2%. Aber immerhin, es gibt ja auch eine rechtliche Entwicklung. Und was wir hier vorschlagen, ist noch weit und breit nicht in Sicht oder noch nicht im Blickfeld des Gesetzgebers, nämlich dass das Ergebnis der Gemeinwohlberichte, der sogenannten Nichtfinanzberichte,
dass das quantitativ messbar und vergleichbar sein soll, damit erstens Konsumentinnen und Investorinnen eine quantitative Vergleichbarkeit vorfinden, wenn sie von einem Unternehmen ein Produkt kaufen wollen oder ein Unternehmen investieren wollen. Und der zweite und wichtigere Schritt, damit der Gesetzgeber Anreize knüpfen kann an die nachhaltigeren, klimafreundlicheren und sozial verantwortlicheren Unternehmen, weil die haben ja heute höhere Kosten. Das sind höhere Kosten und damit ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den vergleichsweise weniger ethischen, weniger verantwortlichen Unternehmen. Man kann sie auch Dumper in allen Disziplinen nennen, weil die Kosten externalisieren. Und das Externalisieren von Kosten führt zu einem Kostenvorteil, zu einem Wettbewerbsvorteil, ja, und damit zu einer aus unserer Sicht unethischen Marktwirtschaft, weil diejenigen Organisationen, die Verfassungswerte geringer achten, einen Wettbewerbsvorteil haben. Und das finden wir ist widersinnig. Und wir wollen diesen Wettbewerbsnachteil hier, der Kosteninternalisierer und der Nutzenexternalisierer, in einen Wettbewerbs- und Preisvorteil korrigieren, indem diese verantwortlichen Unternehmen Vorrang erhalten in der öffentlichen Beschaffung, in der Wirtschaftsförderung, indem sie geringere Steuern bezahlen oder günstigere Finanzierung und freier handeln, also freieren Zugang zum Weltmarkt erhalten als Unternehmen, die hier das Gemeinwohl in geringerem Maße mehren oder sogar mindern. Das würde sogar, denken wir sogar über den Rechtstatbestand der ethischen Insolvenz nach. Ja, und die Finanzmärkte würden ihren Beitrag leisten, indem sie verpflichtend neben der finanziellen Risikoprüfung auch eine ethische Risikoprüfung vornehmen müssten. Und nur wenn nichts zerstört wird, also nur wenn Grundwerte vom stabilen Weltklima über die Artenvielfalt bis zum sozialen Zusammenhalt hier nichts gefährdet wird, dann wird auch die finanzielle Risikoprüfung, wie bisher schon heute sogar rechtsverbindlich vorgeschrieben, durchgeführt. Und wenn beide Prüfungen bestanden werden, dann soll das Geld fließen als Mittel, um aber in diesem Fall dann verlässlich das Gemeinwohl zu mehren. Das ist eben heute nicht der Fall. Heute kann das der Fall sein. Es können Finanzierungen aller Art über die Bank, über die Börse, über die Kapitalmärkte, können nachhaltiges Wirtschaften fördern und das Gemeinwohl. Sie können aber auch das exakte Gegenteil bewirken. Und da würden wir einfach gern Sicherheit und Verlässlichkeit herstellen. In Summe wäre das weiterhin eine Marktwirtschaft. In einer arbeitsteiligen Strategie kümmern sich manche dieser schon vorgestellten Alternativen mehr um Gemeingüter, manche kümmern sich mehr um die Stärkung öffentlicher Güter, manche kümmern sich um die Stärkung der Haushalte und um Subsistenzstrukturen und Resilienzstrukturen. Und die Gemeinwohlökonomie hat sich zum Ziel gemacht, die Marktwirtschaft zu reformieren, vom Kapitalismus zu befreien und auf Gemeinwohlorientierung zu reformieren. Das wäre unser Beitrag. Wir fassen das so zusammen, dass dann eben auf den Märkten die Spielregeln von Gewinnstreben und Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umgeschrieben werden sollen. Eine geänderte Anreizstruktur für freie und private Organisationen, ebenso für öffentliche und für gemeinnützige Organisationen oder anders eben der Ausstieg aus dem kapitalistischen Wertesystem. Darum habe ich auch die Bildung gleich am Beginn so stark kritisiert, weil die Wirtschaftswissenschaft ist nicht wertfrei. Sie hat immer ein Wertesystem, entweder implizit oder explizit. Die Neoklassik hat es implizit und sagt, sie ist wertfrei. Die Gemeinwohlökonomie hat es explizit und wir sagen, das sind unsere Grundwerte und wir wollen, da es ja nicht anders geht, als die Wirtschaft auf bestimmten Werten zu gründen, wollen wir sie anstatt auf Egoismus, Wettbewerb und Wachstum, wollen wir sie auf Menschenwürde, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl gründen. Das ist sozusagen unser bewusst normativer Vorschlag. Und das Ganze wäre aber dann immer noch eine Marktwirtschaft und wir nennen es eine ethische Marktwirtschaft und wir nennen sie auch eine wirklich liberale Marktwirtschaft. Das werde ich dann später noch kurz begründen. Hier ist nur als Teaser, wie wir es versucht haben, den Übergang vom Gegeneinander zum Miteinander in einer freien Marktwirtschaft mit freier Unternehmensinitiative zu operationalisieren. In einfachsten Strichen, das aggressivste Gegeneinander wird stark negativ angereizt und das systematische Miteinander wird stark positiv angereizt, wie zum Beispiel Open Source oder der Verzicht auf ein weiteres Größenwachstum eines Unternehmens, damit auch andere Unternehmen leben können, als Beispiele.
Ja, und wenn man es noch einordnen möchte in unser Bild bisheriger bekannter Wirtschaftsordnungen, wir sollten auch nicht auf die Dichotomie hereinfallen, wer den Kapitalismus kritisiert, ist ein Sozialist. Das ist, wie am unteren Zitat erkennen könnt, leider ein bewusster Irreführungsversuch von der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Aber letztlich ist das nur der Versuch, die Freiheit des Denkens und die Kreativität einzuschränken, weil, wie ich schon vorhin gezeigt habe, es gibt immer ein unendliches Spektrum von Alternativen. Und die Gemeinwohlökonomie ist auch nur eine mögliche Alternative sowohl zu Kapitalismus, aber gleichermaßen zu Sozialismus. Deshalb, so sehr wir den Kapitalismus überwinden wollen, waren wir gleichzeitig Äquidistanz zum Sozialismus. Das versucht diese Grafik zum Ausdruck zu bringen. Ja, vielleicht noch die soziale Marktwirtschaft, die es mal in besserer Form gab. Heute ist sie in schlechterer Form. Heute wird sie als Neoliberalismus kritisiert. Und wir wollen diesen Zeiger wieder tendenziell ins Zenit aufrichten. Dann könnte man die Gemeinwohlökonomie als ein Nachfolgemodell der sozialen Marktwirtschaft verstehen, das aber auch eine ökologische Marktwirtschaft, auch eine kooperative und auch eine demokratischere Marktwirtschaft ist. Gut, hier möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Bausteine insgesamt 20 sind. Ich mache nur Überschriften. Wir bauen auf dem Donut der Kate Raworth auf, um die Idee ökologischer Menschenrechte vorzuschlagen. Ethischer Welthandel ist ein eigenes Buch, das den Freihandel ablösen soll, ohne aber für Protektionismus einzutreten. Oder was die Eigentumsformen betrifft, da haben wir eine pragmatische Haltung. Wir sagen, es soll alle Eigentumsformen geben, also privates, öffentliches, kollektives, aber auch Nicht-Eigentum, hier wiederum unterschieden in Nutzungsrechte und Schutzrechte der Natur. Und alle sollen in der Verfassung klar beschrieben sein und mit ihren Grenzen und Bedingungen aufgeführt werden. Dass es nicht passieren kann, dass ein Freihandelsabkommen, das derzeit als Stand der Dinge gilt wie mit Kanada, dass dieses Freihandelsabkommen eine einzige Eigentumsform behandelt und alle anderen Eigentumsformen radikal ausblendet. Also das ist so unausgewogen, dass wir vorschlagen, dass hier eine klarere Positionierung zum Thema Eigentum in den Verfassungen verankert werden sollte. Schluss 5 Minuten zur Bewegung. Wir sind, wie gesagt, vor 10 Jahren gestartet und hier hat sich eine sehr komplexe Bewegung gebildet mit praktischen Pionieren, mit Menschen, die sich engagieren, mit Institutionen, die sich beteiligen. International haben wir einen Verband, an dem derzeit 15 Landesorganisationen angehören, von Schweden bis Chile. Und insgesamt haben bisher 3000 Unternehmen sich als Unterstützende auf unserer Website eingetragen. Und davon haben ungefähr 1000 sich die Gemeinwohlbilanz gemacht. Genau. Also von den... Da ist jetzt kurz was passiert, bin gleich wieder zurück. Genau, 1000 haben die Gemeinwohlbilanz gemacht, beginnend in der Biolandwirtschaft, über Bäcker. Da möchte ich vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Dieser Bäcker in Berlin hat beschlossen, dass er nicht dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgt, das sich angeblich auf den Märkten Also es bildet sich ein Angebot- und Nachfragepreis auf Märkten, aber er findet das nicht immer die beste Form und hat die Getreidebauern und seine Kundinnen und die Geldgeberinnen und die Mitarbeiterinnen an einen runden Tisch, an eine Wertschöpfungskette hat er in eine Wertschätzungskette umgewandelt und diese Wertschätzungskette um den runden Tisch gewickelt und dann hat er die Getreidebauern gefragt, welchen Getreidepreis braucht ihr in diesem Jahr, damit ihr gut leben könnt? Und dann schauen sich alle tief in die Augen und die Bauern sagen einen Preis. Und dieser Preis wird seit 20 Jahren bezahlt, ohne Verhandlung. Und es funktioniert. Und das ist ein schönes Beispiel, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage erstens kein Gesetz ist, sondern eine Möglichkeit, wie ein Marktpreis zustande kommen kann. Und das ist ja der Beweis, dass ein Marktpreis auch auf andere Weise zustande kommen kann.
Wir haben auch die ersten 7 Banken dabei. Diese Bank hat zum Beispiel alle Boni komplett abgeschafft, weil sie als kontraproduktive Anreize betrachtet. Und dieses Unternehmen ist ein öffentliches Unternehmen, also eine Krankenkasse, und die hat auf der Weltklimaschutzkonferenz hat sie den Klimaschutzpreis dafür bekommen, dass sie die Versicherten erfolgreich dazu gebracht hat, weniger Fleisch zu konsumieren. Genau, das ist gut für die Gesundheit der Versicherten, aber es ist ebenso gut für das Weltklima. Und jetzt muss ich ein bisschen mit der Zeit haushalten. Wir sind auch im Wissenschaftsbereich. Es gibt einen ersten Lehrstuhl Gemeinwohlökonomie an der Universität Valencia. Also wenn sich das die Rheinische Fachhochschule auch ansehen möchte. Es muss ja nicht gleich ein Lehrstuhl sein. Es kann ja auch eine Klasse sein oder ein Studium, wäre auch denkbar. Bei der ersten Konferenz kamen in Bremen immerhin 150 Ökonominnen und andere Wissenschaftlerinnen zusammen, um hier sozusagen dieses neue Paradigma gemeinsam zu besprechen. Und jetzt gehe ich ein bisschen schneller. Ja, die ersten 7 Landesregierungen haben die Gemeinwohlökonomie in ihren Gesetzen oder in ihren Regierungsprogrammen zumindest gewürdigt. Und der Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU hat die Gemeinwohlökonomie mit 86% Mehrheit für würdig erachtet, in den Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten integriert zu werden. Zur Schonung der Zeit überspringe ich jetzt, ich sage es noch ganz kurz, wir haben auch eine Methode gefunden zur Begrenzung der Ungleichheit, die ich vielleicht noch später in der Diskussion näher vorstelle. Und die Methode ist deshalb so intelligent aus unserer Sicht, weil die Möglichkeit besteht, in den linken Säulen jede Form der Ungleichheit vorzuschlagen, hier bei Einkommen, also das Vierfache oder das Tausendfache, und es werden alle Vorschläge abgestimmt. Und dann wird systemisch konsensiert, das heißt, es wird der Vorschlag herausgefiltert, der den geringsten Widerstand hervorruft. Und in bisher 25 Staaten und 500 Durchgängen war das in 90% aller Fälle der Faktor 10, der Ungleichheitsfaktor 10. Das heißt, die Menschen stimmen für Ungleichheit, aber die höchsten Einkommen sollen in der gleichen Arbeitszeit mit dem Zehnfachen des Mindesteinkommens begrenzt werden. Das wäre sozusagen ein anderes Ergebnis als der Status quo. Der Status quo ist, dass wir in manchen Ländern das Tausendfache haben an Ungleichheit und in anderen Ländern das 360.000-fache an Ungleichheit. Und das glauben nicht nur wir, ist zu hoch, sondern das glauben 80-90% der Menschen von China bis New York, dass das zu hoch sei. Und da haben wir eine Alternative entwickelt. Wie in Bürgerinnenräten, die kennen ja zum Glück jetzt immer mehr Menschen, oder demokratischen Wirtschaftskonventen, in den Fällen, wo die Parlamente untätig sind, die Menschen als verantwortliche Mitbürgerinnen hier einige Entscheidungen selbst initiieren und eines Tages vielleicht auch das Recht dazu haben werden, diese Entscheidungen selbst zu treffen. So, jetzt mache ich aber Schluss. Das war so in kurzen Strichen die Gemeinwohlökonomie in ihren verschiedenen Dimensionen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich dann später auf die Diskussion.